Das ist das Robfault R8, das Faltrad von Herkules. Und ich habe das für euch die letzten 2 Monate getestet. Und wenn ihr wissen wollt, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, dann bleibt dran. Hallo, ich bin Sandra von Focus E-Bike. Ich bin vor einem halben Jahr aufs Land gezogen und seitdem muss ich täglich in die Arbeit pendeln. Das sind 48 Kilometer pro Weg, was echt ganz schön weit ist und vor allen Dingen ist es kompliziert für mich. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie kann ich das Pendeln einfach schöner gestalten, dass ich eben auch ein bisschen mehr Bewegung habe. Und da eignet sich eben so ein Faltrad perfekt dafür. Also man kann es einklappen, im Zug verstauen, man braucht kein Ticket lösen und dann kann man sich draufsetzen und zur Arbeit fahren. Ja, noch ein paar Informationen zur Ausstattung von dem Fahrrad. Das Bosch-Antriebssystem besteht eben aus diesem Akku, der hier am Rahmen befestigt ist. Man kann ihn mit einem kleinen Schlüssel auch abnehmen, wenn man ihn zu Hause laden möchte. Hat eine Kapazität von 500 Wattstunden. Und der Motor, der befindet sich hier an den Pedalen in der Mitte, hat 50 Newtonmeter Drehmoment. Genau, einen recht starken Antrieb. Gerade wenn man wie ich dem Land mal immer hoch und runter fahren muss, merkt man schon, dass es eine starke Unterstützung ist. Vor allem, wenn ich dann im Turbogang fahre, dass ich schon ordentlich so Anschub von hinten bekomme, das eben den Vorteil hat, gerade bei so längeren Fahrten, die ich zurücklegen muss, dass ich eben nicht verschwitzt in der Arbeit ankomme. Zur Reichweite des Akkus, es hängt ja immer ein bisschen davon ab, wie das Wetter ist, wie das Gewicht des Fahrers ist und so weiter, aber man kann sagen, so 30 bis 70 Kilometer kann man damit schon fahren. Direkt an dem Griff befindet sich auch die Schaltung, das ist eine Shimano Nexus Nabenschaltung, hat 8 Gänge und das Schöne an der Nabenschaltung ist eben, dass man aus dem Stand ausschalten kann, das heißt, wenn man irgendwie an der Ampel steht, kann man einfach aus dem Stand in den ersten Gang schalten und dann losstarten. Was das Bike auch besonders macht, vor allen Dingen, weil es viele Falträder eben nicht haben, ist dieser Gepäckträger, der ist äußerst praktisch, wenn man das Fahrrad eben auch für andere Sachen benutzen möchte, wie zum Beispiel einkaufen oder irgendwelche Lasten transportieren. Man kann hier sogar eine Fahrradtasche dran montieren, wenn man ein bisschen mehr einkaufen möchte. Also das ist schon sehr praktisch. Im Großen und Ganzen kann man das Fahrrad einfach so benutzen wie jedes andere Fahrrad auch, wenn es ausgeklappt ist. Was auch gut ist, wenn man mit dem Fahrrad pendelt, die Zeiten lassen sich einfach so gut timen, dass man direkt dann beim Zug ist, wenn er losfährt. Man braucht kein Ticket für den Zug lösen. Und klar, dadurch, dass ich halt Fahrrad fahren kann auf meinem Arbeitsweg, also ich fahre am Tag dadurch 1 Stunde Fahrrad, bringt mir viel mehr Bewegung, was eben auch ein klarer Vorteil für mich ist. Es macht wirklich Spaß, dieses Fahrrad zu fahren, aber es gibt natürlich auch bei diesem Rad einen Nachteil und zwar ist es ganz einfach das Gewicht. Ich meine, man sieht es ihm schon an, es wiegt einfach halb so viel wie ich und das bereitet mir halt tatsächlich beim Umsteigen dann auch manchmal Probleme. Also wenn ich jetzt die Rolltreppe benutzen muss, weil ich zur U-Bahn fahre oder weil ich das Fahrrad in den Bus heben muss, ist es einfach wirklich schwierig. Genau, aber was wiederum auch den Vorteil hat, dass es so schwer ist. Ich meine, es hat den Gepäckträger, es ist einfach ein robustes Fahrrad. Man kann es fahren wie ein ganz normales Rad. Man kann auch auf dem Gelände fahren. Es ist wirklich ein schönes, robustes Fahrrad. Was man beim Tragekomfort vermisst, bekommt man auf jeden Fall übers Fahrgefühl zurück. Mein persönliches Fazit ist einfach, das Pendeln mit dem Faltrad ist perfekt für mich, so wie ich es nutze. Also ich habe ausreichend Bewegung auf meiner Fahrt ins Büro. Ich kann morgens 1/2 Stunde zum Zug fahren, dann in München fahre ich auch wieder 1/2 Stunde in den Münchner Osten. Also 1 Stunde Fahrradfahren ist auf jeden Fall ausreichend Bewegung für mich. Und es ist einfach total praktisch. Also ich bin sehr flexibel, ich brauche nicht unnötig am Gleis rumstehen und warten beim Umsteigen. Und ich kann am Hauptbahnhof wirklich direkt vom Zug aus einfach losfahren. Also ich muss nicht quer durch den Hauptbahnhof laufen. Gut, wenn es mal sein muss, ist es aber auch möglich. Also ich brauche das Fahrrad dann auch gar nicht groß zusammenklappen. Ich kann es einfach auf die Rolltreppe mitnehmen. Oder es gibt ja auch diverse Aufzüge und manchmal Hilfestellungen an Treppen. Also ich komme mit dem Fahrrad einfach überall hin, egal ob U-Bahn, S-Bahn, Bus. Es ist alles möglich, aber es muss eben nicht sein. Ich kann auch einfach losfahren. Ich bin einfach total flexibel damit. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal. Und wenn euch noch weitere Test-Ride-Videos interessieren, da findet ihr sie. Bis bald!